Bemerkungen und weiß noch keinen guten Rat, was wird das Beste sein in dieser Zeit. Kann ich mich dem Gesagten anvertrauen oder wodurch entsteht eigentlich Vertrauen in mir? So mögest du dich einstimmen auf deine Quelle deines Vertrauens. Dass du wirklich fühlen kannst, was wahrhaftig ist für dich selbst. Jenseits allem vermuteten, gesagten Meinungen, Vorurteilen. Dass du wirklich wahrnehmen kannst, was für dich das Allerbeste ist in dieser Zeit. Denn es ist eine besondere Zeit. Es ist die Zeit des Erwachens. Und nicht ohne Grund bist du gekommen, auch mit der Sorge darin, ob deine spirituelle Anbindung und Ausrichtung gestört wird, dadurch, dass du dich vielleicht irgendwelchen Impfungen oder Medikamenten unterziehst. Und wir kommen heute auch für dich, aber noch für viele andere, die im Moment genauso wie dich diese Frage umtreibt und bewegt. Es ist eine große Sorge in der Menschheit, ob das, was sie jetzt entscheiden, für sie das Beste ist, nicht nur in dir. Du bist sozusagen die Stellvertreterin, die heute gekommen ist hier in diesen Kreis, die Fragen zu stellen. Doch bevor du beginnst, lass uns auf die Anfangsfrage eingehen. Die Frage zu den Impfungen, die im Moment für Corona angeboten werden und im Ruf stehen, dass sie möglicherweise Schaden anrichten können oder Heilung bringen. Nun, Heilung sicher nicht, aber zumindest euch beschützen sollen vor Ansteckung und Krankheit. Es ist ja nun kein Heilmittel. Es ist kein Allheilmittel. Und das ist das schwierigste Problem, was es gilt, euch zu erklären, was gerade geschieht. Deshalb haben wir dich als Stellvertreterin gebeten, diese Fragen zu stellen, dass damit ein Gefühl von Sicherheit in dir und aber auch in anderen Menschen entstehen kann. Es ist ein bisschen schwierig und wir müssen etwas weit ausholen. Wir holen sehr weit aus. Wir beginnen vor ungefähr 12.000, 13.000 Jahren vor dieser Zeit. Das, was jetzt geschieht, ist etwas, was dem Ganzen, was damals geschehen war, sehr ähnlich ist. Es war damals auch die Frage, was ist das Beste für die Menschheit? So wie jetzt all die Mächtigen und die, die Fürsorge für die Menschen tragen, und sich verantwortlich fühlen, sich fragen, was ist das Beste für die Menschheit? Standet ihr an dieser Schwelle und ihr habt euch damals entschieden, auf etwas sehr Wichtiges in euch zu verzichten? Ihr hattet euch damals dazu entschieden, dem zuzustimmen, weil ihr geglaubt habt, damit der Menschheit einen Dienst zu tun. Ihr habt erlaubt, dass es so etwas gab wie eine Entscheidung im Menschensein, dass ihr bestimmte Zugänge in euren genetischen Codes nicht mehr haben werdet.
Aber bevor du jetzt in Angst und Sorge fällst, dass das Gleiche passieren könnte über die Impfung, sei schon einmal beruhigt. Das ist nicht so. Dennoch ähnelt es sehr diesem Prozess. Und wie ihr wisst, ist im Anfang und am Ende immer etwas ähnlich. Der Schleißkreis schließt sich. Damals waren die Menschen bereit, auf etwas Wesentliches zu verzichten. Und dieses Wesentliche hat etwas mit einem Teil eures Bewusstseins zu tun. Und ihr habt erlaubt, dass ein Teil eures Bewusstseins euch nicht länger zugänglich war. Wir nennen diesen Teil eure Göttlichkeit. Ihr wart danach euch nicht mehr dessen bewusst, dass ihr selbst die Strahlen der großen Zentralsonne selbst seid. Ihr wart euch nicht mehr bewusst darüber. Ihr habt euch sozusagen vermenschelt und habt eure Göttlichkeit hinter euch gelassen. Das war im guten Glauben geschehen. Und so gibt es jetzt einen Zusammenhang mit der Zeit, die gerade geschieht. Auch jetzt handelt ihr im guten Glauben, dass es sinnvoll ist für die Menschheit, dass sich möglichst viele impfen. Und es besteht eine große Unruhe in euch, ob das für euch auch wahr ist und richtig. Und lasst euch schon einmal vorhersagen, wir werden euch die Antwort nicht abnehmen, weil diese Entscheidung zu treffen, ist maßgeblich entscheidend für euer Vorankommen in eurer Bewusstseinsentwicklung. Das ist sozusagen die Tür. Und wir können euch nicht raten, es zu tun und auch nicht raten, es zu lassen. Denn jede von euch wird eine eigene Entscheidung treffen und es wird Menschen geben, die werden diese Impfstoffe gut vertragen, ganz gleich von welcher Firma es ist. Jeder dieser Impfstoffe kann euch euer System so aufnehmen, dass ihr keinen Schaden daran leidet. Und du hast es im Anfang schon einmal am Beisatz erwähnt. Es ist natürlich hilfreich, wenn ihr darum bittet, dass das, was ihr geimpft bekommt, in dem Moment, wie ihr es impfen lasst, gesegnet ist. Es gibt eine große Weisheit im Segen. Und es spielt dabei keine Rolle, welche Quelle du darum bittest, diesen Segen zu verstärken. Wenn es deine Quelle ist, dass es mit der Kraft von Sananda geschieht, ist es eine sinnvolle Idee für dich. Ihr könnt jeder selbst wählen, womit ihr segnet. Aber es geht in diesem Segen um Vertrauen. Gebt das Vertrauen hinein. Denn jedes Misstrauen möchte sich verselbstständigen und materialisieren. Deshalb macht es Sinn, dass wenn ihr euch entscheidet, euch impfen zu lassen, auch im Vertrauen seid, dass ihr fühlt für euch selbst, nicht was andere darüber sagen, sondern wirklich fühlt für euch selbst, dass das für euch selbst gerade das Beste ist, was ihr tun könnt. Diese Entscheidung nimmt niemanden ab und auch wir werden es nicht tun, denn es ist wie eine Art Tor. Und ihr braucht keine Angst zu haben, dass wenn ihr euch impfen lasst, ihr nicht durch das Tor gehen könnt. Natürlich werdet ihr weiterhin göttlicher Natur sein. Ihr seid ja göttlich. Aber dieses sich dessen zu erinnern, das ist gerade die aufgehende Sonne des Momentes, von dem ihr gerade erlebt. Ihr beginnt nämlich dabei, eure genetischen Codes, die euch verschlossen waren, zugänglich zu machen. Und es ist der Fall, dass ihr das und darüber auch selbst Entscheidung treffen dürft. Ihr selbst dürft darüber entscheiden, ob ihr wirklich die ganze Bandbreite eurer genetischen Fähigkeiten ausfüllen und das ganze Potenzial zur Verfügung gestellt haben möchtet.
Und wir können euch sagen, es gibt in euren genetischen Codes, die euch zugänglich sind und die in euch zu erwachen beginnen. Ebenso auch eine genetische Fähigkeit der vollkommenen Heilung. Deshalb richtet euch mit dem Vertrauen an eure eigenen Gene und entscheidet sehr bewusst darüber, dass eure eigenen Gene euch wieder vollkommen zur Verfügung stellen. Ihr dürft den alten Schwur, den ihr geleistet habt, brechen. Ihr dürft jeden Schwur brechen in dieser Zeit. Aber ihr müsst es selbst für euch tun und entscheiden. Und natürlich, das könnt ihr euch vorstellen, ist, wenn euch eure eigene vollkommene Genetik wieder zur Verfügung steht und ihr in der Lage seid, Krankheiten von innen selbst zu heilen, dass ihr auch anderen Herausforderungen gewachsen seid. Das ist doch selbstverständlich. Da lasst ihr euch von so einer Impfung nicht vom Weg abbringen. Aber es geht eben darum, dass ihr mit euch selbst wieder in Verbindung kommt. Und das ist die Tür. Das ist das Tor, das ihr gerade durchschreitet. Werdet ihr so handeln, wie alle anderen handelt, oder werdet ihr einen Zugang finden zum eigenen Vertrauen, zur eigenen Weisheit? Um dieses Tor geht es. Es wird niemand Schaden erleiden oder nicht Schaden erleiden, weil wir es wollen. Ihr werdet Schaden erleiden oder nicht Schaden erleiden, weil ihr nach eurer Weisheit handelt. Wenn ihr dem Ruf eurer inneren Weisheit folgt, werdet ihr auf keinen Fall Schaden erleiden. Es wird euch nichts anhaben, selbst wenn ihr euch impfen lasst, und es gibt im Moment sehr unterschiedliche Fabrikate auf dem Markt. Und wenn ihr noch ein bisschen Geduld habt, werden es noch mehr Fabrikate werden. Und es gibt eine Arznei, die im Moment noch nicht auf dem Markt ist und die noch in der Überprüfung ist, dass der sehr viel besser hilft gegen diesen Zeitgeist des Coronas als die Arzneien, die schon da sind. Das heißt, du wirst nichts verpassen, wenn du es nicht eilig hast. Das heißt, es kann sein, dass du es jetzt schon tun darfst und dass diese Impfung, für die du dich entscheidest, und wir werden dir nachher zeigen, wie du eine Entscheidung finden wirst, gemeinsam hier im Raum, werden wir dich anleiten, wie es dir hilfreich sein kann, eine Entscheidung zu finden. Da sei sehr beruhigt, dass du eine Antwort bekommst, die du auch mitnehmen kannst. Es geht darum, dass ihr wirklich im Einklang heraushandelt, in allem, was ihr tut. Und so ist die Frage der Impfung im Grunde so etwas wie eine Generalprüfung für alle eure Lebensentscheidungen. Es hat nicht so sehr viel mit dieser Erkrankung zu tun. Die Herausforderung, vor der ihr steht, ist: Wie stehe ich zu dem, was ich weiß und fühle? Oder opfere ich das, was ich weiß und fühle, einer gesellschaftlichen Meinung oder Strömung? Das ist für Menschen die schwierigste Prüfung, das weißt du. Selbst wenn du auch gewohnt bist, jenseits von Normen und Konventionen zu leben, so ist es doch ein urtiefes Bedürfnis im Menschsein, Zusammengehörigkeit und Gemeinschaft zu fühlen. Und jedes Mal, wenn ihr entgegen der Gemeinschaft handelt oder entscheidet, entsteht in euch eine große Angst. Denn dieses soziale Netz ist sozusagen euer sicherer Boden. Aber lass dir gesagt, du bist nicht allein, selbst wenn du vielleicht bestimmte Kreise gerade nicht aufsuchen darfst oder kannst oder vielleicht sogar möchtest. Es sind viele mit dir. Du bist auch jetzt nicht allein mit deiner Frage.
Viele, viele stehen hinter dir. Viele bewegt das Gleiche, was dich im Moment bewegt. Und alle diese vielen, vielleicht lass dir dazu mal ein Bild schicken, diese vielen Menschen haben im Augenblick wirklich eine schwere Entscheidung zu treffen. Aber lass dir gesagt sein, es ist ein Tor des Lichts, in dem du mit deiner eigenen inneren Entscheidung zusammengehst und feststellst, was sich wirklich stimmig anfühlt, wächst dein Vertrauen. In dem Maß, wie du zu dieser Entscheidung findest, wächst dein Vertrauen und es eröffnen sich dir neue Potenziale und Möglichkeiten. Du fürchtest vielleicht, dass du auf etwas verzichten musst, wenn du dich dagegen entscheidest, dich impfen zu lassen, weil alle anderen vielleicht etwas anderes tun können als du. Aber auch in dem Fall bist du nicht allein, sondern viele andere mit dir werden das auch nicht tun. Und sie werden sich nicht dafür entscheiden, sich zu verkriechen in ihrer kleinen Wohnung, sondern Gemeinschaften zu bilden und eine Bewegung in Gang zu setzen, die sehr wichtig ist für die Entwicklung eurer Sozialkultur. Ihr seid im Augenblick sehr unzufrieden mit euren Regierungen. Das geht um die ganze Welt, das ist nicht nur in diesem Land so. Ihr glaubt, dass die Regierungen möglicherweise nicht gut für euch sorgen. Es ist wohl an der Zeit, dass neue Regierungsformen sich entwickeln. Und dieser kleine Durchgang, in dem ihr euch befindet, wird dazu beitragen, dass es sich an der Demokratie auch eine Veränderung der Entwicklung vollziehen wird, näher hin zu denen, von denen die Demokratie kommt, nämlich von den Menschen. Dass ihr mehr Einfluss auf euer Leben habt und dass es so etwas geben wird wie Grundrechte, die nicht so sehr aus eurem Verstand erfunden sind, sondern Grundrechte, die jedem Wesen zu eigen sein sollen und dürfen. Es sind Naturgesetzmäßigkeiten und das ist eine sehr neue Entwicklung für diese Erde. Also sei ohne Sorge, egal für welche Richtung du dich entscheidest, du wirst teilhaben an diesem unglaublichen Potenzial, was ich gerade erfüllen will. Ihr schließt eine alte Entwicklung ab und beginnt eine neue. Und dann ist es nicht verwunderlich, dass ihr das auch mit großen Ängsten gleichsetzt. Denn dieses Neue ist noch nicht sichtbar und spürbar für euch. Aber aus unserer Perspektive wissen wir, dass die Menschheit weit so weit ist, dass sie erwachen kann. Wir wissen, wir können euch sehen, wir können euer Potenzial erkennen. Und wenn ihr ein bisschen mehr in euer Vertrauen zu euch selbst kommt, wird es euch immer leichter sein, in jedem Moment die beste Entscheidung zu treffen. Und die beste Entscheidung wisst ihr in diesem Moment und nicht vorher und nicht nachher. Das heißt, es kann sein, dass du gerade zu denjenigen gehörst, die gegen die Impfungen sehr eingenommen sind und dass du plötzlich merkst, dass es etwas gibt, das dich ruft, dass du doch bereit bist, einen medikamentösen Einfluss zu nehmen auf diesen Prozess und dass es für dich stimmig sein wird. Du wirst es fühlen und diese Gewissheit ist ein riesen Entwicklungssprung für dich und für alle, die das tun. Aber es kann auch sein, dass du nie dazu bereit bist, dich auf diesen Weg einzulassen und das ist genauso gut auch. Denn es gibt etwas, was ihr Menschen einmal lernen dürft. Und damit meinen wir euch alle, jeden einzelnen von euch. Die Mutter Erde sorgt für euch. Und das Wesen von Mutter Erde ist reine Liebe. Und ihre Kraft ist die Kraft des Gleichgewichtes,
Sie trägt die Harmonie und ist in der Lage, alles ins Gleichgewicht zu bringen. Und wenn ihr dieses einmal wirklich verstehen möchtet, würdet ihr nie wieder auf die Idee kommen zu glauben, ihr müsstet dieser Ausgleichung von Mutter Erde, ihre Bestrebung nach Heilung, Nachhilfe geben und euch möglicherweise einmischen und glauben, ihr könntet diese Ausgleichung und Heilung besser vollziehen, als die Erde es vermag. Jedes Mal, wenn ihr euch einmischt in natürliche Prozesse, stört ihr damit die Heilung. Also fördert die Heilung darüber, dass ihr mehr verbunden seid über natürliche Prozesse. Ihr findet sie ringsherum in der Natur. Die Erde ist eure Lehrmeisterin. Ja, auch die Wissenschaft hat herausgefunden, dass sie viel aus der Natur lernen kann. Aber es gibt noch einen Schritt, den es zu lernen gibt. Es geht nicht nur darum, die Natur zu imitieren, um sie dann zu lenken, sondern wirklich Natur zu sein. Das heißt im Einklang mit dieser Erde und ihren Gesetzen. Ob ihr es wollt oder nicht, ihr seid den Erdgesetzen unterlegen, selbst wenn ihr glaubt, ihr könntet sie verändern. Jedes Mal, wenn ihr Naturausgleichungsgesetze versucht, selbst zu verändern, bringt ihr dadurch ein Ungleichgewicht. Deshalb lernt mehr aus der Natur. Und wenn ihr jetzt schaut, ihr seid in dieser Krise nicht die Einzigen, die sich in der Krise befinden. Viele Pflanzen- und Tierarten sterben gerade aus. Vor euren Augen, was unternehmt ihr dafür? Glaubt ihr, dass Corona das einzige Problem ist, was gerade herrscht auf dieser Erde? Es gibt viele Probleme im Augenblick und die Ursache dieser Probleme liegt darin, dass ihr versucht, diese Natur zu beherrschen. Lebt mit der Natur und aus der Natur. Sie ist so reich und sie wird euch mit allem versorgen, was ihr braucht. Richtet da hinein eure Aufmerksamkeit. Statt sie zu bestimmen, nehmt ihre Kraft und erwachst daraus. Immer wenn ihr glaubt, ihr könnt es besser als eure Natur, seid ihr ein bisschen auf Irrwegen und verlauft euch dabei. Das ist nicht weiter schlimm. Das wollen wir euch nicht rügen, dass ihr das tut. Aber wenn ihr gedacht habt, wir meinen damit die Wissenschaftler und all die Menschen, die da draußen Fabriken bauen, dann möchten wir euch sagen, nein, wir sprechen von euch, von jeder Einzelnen von euch, von jedem Einzelnen von euch. Auch ihr versucht, eure eigene menschliche Natur zu beherrschen, zu kontrollieren und zu manipulieren. Erlaubt eurem Körper wirklich mehr, mit euch in Kontakt zu sein und euch anzuweisen, wie er die Heilung findet. Alle Informationen sind in eurem Körper enthalten. Ihr braucht euren Körper nicht manipulieren und unterwerfen. Geht mit ihm. Seid in ihm zu Hause. Das ist das, was wir euch an euer Herz herantragen möchten. Und das fängt in sehr kleinen Dingen an. Fühlt mehr, was ihr wirklich braucht und was stimmig ist für euch. Und verlasst den Pfad von Kompensation. Verlasst den Pfad der Manipulation. Und verlasst auch den Pfad des Rechthabens. Ihr könnt nicht Recht haben über das, was andere tun, aber ihr könnt es so tun, dass es mit euch selbst im Einklang ist. Gibt es dazu eine Frage?
sie sagte, sie kennt eine Heilpraktikerin, die auch übersichtlich ist. Und die sieht wohl generell, dass die Leute den ersten 4 Wochen nach der Impfung die Aura dunkler ist. Bei ihrem Partner nimmt sie veränderte Augenpaare an, der Geruch, Haut fühlt sich anders an. Wenn man das also gesegnet lässt, muss man mit sowas nicht rechnen. Das ist ein wichtiges Thema, was du ansprichst. Diese Schilderung, dass es Veränderungen in der Aura und in eurem Feld gibt über die Impfung, werdet ihr noch häufiger bestätigt fühlen. Es ist natürlich eine starke Belastung für euren Organismus. Euer Körper freut sich nicht darüber. Das ist ganz gewiss so. Aber euer Körper ist in der Lage, das wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Das ist ein wenig so, wir möchten da mal ein kleines Beispiel nehmen an einer harmloseren Stelle. Ihr habt auf eurer Haut eine unterschiedliche Zusammensetzung von Mikrobakterien und einen Film von Mikroorganismen, die dafür sorgen, dass eure Haut geschützt ist. Wenn ihr jetzt Desinfektionsmittel darauf tut, sterben diese Mikroorganismen ab. Das ist gewünscht, deshalb tut ihr das. Aber es sterben nicht nur die ab, die euch möglicherweise schaden könnten, sondern ebenso die, die euch nutzen. Ihr mischt euch sozusagen in eure inneren Angelegenheiten ein. Aber es ist sinnvoll, dass ihr Mikroorganismen in und auch außerhalb eures Körpers habt und auch in euren Wohnungen. Mikroorganismen sind nicht schlecht. Das Ungleichgewicht ist schlecht, dass eine Art die anderen verdrängt. Ist es jetzt sinnvoll, die Hände zu desinfizieren oder nicht? Natürlich ist es im Augenblick sinnvoll, wenn ihr das Gefühl habt, da gibt es ein Ungleichgewicht, das ihr andere schützen wollt. Das ist nicht die Frage. Aber nur weil ihr das eine tut, müsst ihr das andere nicht lassen. Also das, was ihr bislang unter Schutz verstanden habt, dehnt es ein wenig aus. Schützt euch von innen heraus. Das heißt, eure Haltung zu all diesen Dingen hat einen maßgeblichen Einfluss darauf. Euer Immunsystem und eure gesamte Genetik reagiert auf das, woran ihr glaubt. Das heißt, je mehr es euch leicht fällt, das als das Sinnvollste anzusehen, was ihr gerade tut, umso hilfreicher ist es für euer System. Wenn ihr zweifelt, entzweit ihr. Wenn ihr versucht, ein Problem zu verdrängen, indem ihr euch diesen Medikamenten unterzieht, wird es das, was ihr euch versucht habt zu verdrängen, auf einer anderen Stelle deutlicher zutage treten. Ihr könnt nicht wirklich etwas unterdrücken. Wenn ihr an einer Stelle etwas unterdrückt, wird es an einer anderen Stelle sichtbar. Und möglicherweise ist es an der anderen Stelle schwieriger zu behandeln als an der ersten Stelle. Weil ihr den Zusammenhang nicht erkennt, verkompliziert ihr manchmal dadurch die Angelegenheit. Es geht immer darum, eine Balance herzustellen. Es geht immer darum, in Frieden zu sein. Das heißt, es fängt immer bei euch im Kleinen an. Aber euer Organismus ist durchaus in der Lage, mit solchen Herausforderungen umzugehen, wenn er gesund ist. Also je gesünder ihr seid innerhalb eures Organismus, umso einfacher ist es, wirklich wieder zu gesunden. Wenn ihr damit ein Problem verdrängen wollt, kann es sein, dass das Problem sich anders zeigen wird. Das ist das, was bei vielen im Moment geschieht, die einen sogenannten Impfschaden oder Impferkrankungen bekommen. Dass manche Menschen Krankheiten, die sie in sich getragen haben, die noch nicht zum Ausbruch gekommen sind, weil das Thema quasi noch in Arbeit war,
dass plötzlich an solchen Stellen durch die Impfungen aufgeflammt ist und sich massiv verschlimmert hat, dass ihr nicht wisst, ob es von der Impfung kommt oder ob ihr diese Sache auch vorher schon in euch getragen habt. Es geht um einen Grundkonflikt in euch, der nicht gelöst ist, etwas, womit ihr nicht in Frieden seid in eurem Leben. Und das ist sehr persönlich. Das lässt sich für niemanden speziell beantworten, nur für jede Person speziell beantworten. Also ist es nicht so, dass ihr einen Segen drauf gebt und sicher sein könnt, dass ihr gesund seid. Aber wenn ihr einen Segen drauf gebt und damit einverstanden seid, habt ihr weniger Reibungsfläche im Zweifel. Also ihr geht mehr mit dem, was ihr entscheidet. Ihr steht zu dem, was ihr entscheidet. Wenn ihr nicht zu dem steht, was ihr entscheidet, kann es sein, dass ihr eurem Segen sozusagen nicht glaubt, sondern der Segen nur Ausdruck eures Zweifels ist. Der ist dann natürlich nicht so wirkungsvoll wie der Segen, den ihr gebt in Einverständnis. Es geht um ein Einverständnis, dass ihr mit dem einverstanden seid, was ihr tut und was ihr lebt in jedem Moment. Ist die Frage damit gut beantwortet für dich? Wie gesagt, diese Heilpraktikerin, die sieht in der Regel die ersten paar Wochen nach der Impfung die Augenhandlung klar bei ihren Klienten. Da hast du, glaube ich, noch nicht zu gesagt. Da hatte ich dazu gesagt, dass das möglich ist und dass es häufiger beobachtet wird. Das wird sich noch weiter rumsprechen. Es wird sich weiter? Herumsprechen. Es gibt mehrere Menschen, die diese Sichtigkeit in sich tragen und das wahrnehmen können. Aber die meisten Menschen können es auch an sich wahrnehmen, dass nämlich ihre Energie gestört ist dadurch. Aber ihr seid ja Töchter dieser Erde und Söhne dieser Erde. Die Erde vermag es, alles ins Gleichgewicht zu bringen und auch euer Organismus vermag es, alles wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Ihr braucht ein bisschen Zeit und Aufmerksamkeit dafür. Aber natürlich könnt ihr das auch verarbeiten. Ihr müsst keine Angst davor haben, dass ihr dadurch sozusagen die nächste Seuche lostretet. Aber entscheidet aus eurer inneren Gewissheit heraus, was das Beste ist. Das ist das Tor und dieses Tor können wir euch nicht ersparen, so gerne wir es auch tun würden. Jede einzelne Person muss für sich herausfinden, ob sie diesen Schritt für sich tun möchte oder nicht. Und wenn sie diesen Schritt aus ihrem inneren Einverständnis heraus tut, ist es einfacher für sie. Es gibt in den ganzheitlich arbeitenden Menschenkreisen durchaus auch Möglichkeit, Unterstützung zu finden, um Schwächen, die durch Impfungen entstanden sind, ein wenig wieder auszugleichen. Ihr müsst das nicht alleine tun. Also du meinst, dass die DNA nicht zwangsläufig gestört wird oder verletzt wird? Die DNA wird nicht zwangsläufig verletzt oder gestört. Aber das Potenzial dafür ist vorhanden. Auch das ist wieder eine Frage der inneren Entscheidung. Gebt dem Organismus genügend Zeit, dass er mit der ersten wirklich fertig wird. Und dass ihr wirklich wieder in Einklang seid mit euch und gesundet. Ja. In der Regel kann man sagen, braucht so ein Organismus 4 bis 6 Wochen, um einigermaßen damit ins Reine zu kommen. Aber das ist im Einzelfall anders. Es geht darum, dass ihr selbst fühlt, wann es für euch stimmig ist. Ja. Und nicht einfach etwas tut, weil alle es tun. Ja. Es gibt viele Menschen, für die reicht vollkommen die eine
einzelne Impfungen, um das zu verstehen, was darin verstanden werden möchte. Es ist ja so etwas wie eine Art von Bewusstseinsprüfung, in der ihr euch befindet. Es kann sein, dass ihr feststellt, dass ihr nach der ersten Impfung merkt, dass ihr gar keine Impfungen braucht. Ja, aber dann hat man nicht die Bescheinigung, dass man vollständig geimpft ist. Und damit kann man nicht in die Welt gehen. Wenn du ohne diese Bescheinigung nicht in diese Welt gehen kannst, dann wärst du sehr arm dran. Das ist aber nicht der Fall. Ja, es kann ja schon ein bisschen ungemütlich werden, dass man nicht mehr Bus fahren kann, ohne vollständig geimpft zu sein oder nicht mehr ins Brutcafé oder keine Ahnung. Alles kann sein und das, was sein kann, erschafft ihr jetzt in diesem Moment über das, was ihr glaubt, fühlt, denkt und handelt. Ihr erschafft diese Wirklichkeit. Deshalb können wir euch diese Entscheidung nicht abnehmen, weil dieser Prozess, in dem ihr euch befindet, ein Prozess des Erwachens und des Erwachsenwerdens ist. Es kann sein, dass du bestimmte Bereiche nicht mehr betreten darfst und mit bestimmten Menschen dich nicht mehr treffen kannst. Das kann sein. Aber deshalb steht dir die Welt immer noch offen. Dein Horizont wird sich dadurch stark erweitern. Es gibt natürlich eine geringere Empfänglichkeit, wenn ihr sehr im Einklang mit euch seid. Das heißt, wenn ihr mit eurem Selbst schwingt. Wenn ihr mit eurem Selbst schwingt, ist eure Frequenz sehr hoch. Und bestimmte Krankheiten können diese Frequenz nicht stören. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass alle Menschen, die sich für spirituell halten, auch eine hohe Schwingung haben. Ja, ja. Ihr könnt es daran erkennen, wie stark ihr verhaftet seid in den Meinungen und in eurem Verstand und euren Begrenzungen. Auf der dritten Dimensionsebene, auf der sich gerade die Menschheit befindet, gibt es eine große Unruhe. Ihr bereitet euch vor, in die vierte Dimension zu gehen. Du wirst an dir erkennen, die Momente, wenn du in der vierten Dimension dich befindest, weil du wirst zwar immer noch genauso viel ungewöhnliche Dinge denken, aber du wirst diesen Dingen nicht mehr Glauben schenken. Es hat keine Bedeutung mehr. Dein Verstand arbeitet weiterhin in richtig und falsch, aber du lässt dich nicht von deinem Verstand mehr lenken, sondern gehst aus deiner Herzensführung heraus in diese Welt. Das heißt, es kann sein, dass du Menschen ansiehst, die du sonst nicht mochtest und gegen die du einen Widerstand hattest. Menschen, die dir nicht gefielen. Und in der vierten Dimension wirst du diese Menschen sehen und wirst eine Art Mitgefühl mit ihnen haben und ein Mitgefühl mit dir selbst, dass du diese Menschen früher nicht mochtest. Du musst sie immer noch nicht mögen, aber es spielt keine Rolle mehr. Es hat keine Bedeutung. Kannst du diesen Unterschied erkennen? Solange ihr im Denken verhaftet seid und eurem Gedanken Glauben schenkt, dass das, was ihr denkt, wahr ist, seid ihr in der dritten Dimension. Ihr seid in der vierten Dimension, wenn ihr mit eurem Herzens, mit eurer Herzensweisheit in Verbindung seid. Ja. Und ihr befindet euch in der fünften Dimension, wenn ihr mit eurem wahren Selbst in Verbindung seid. Ihr hört auf zu urteilen in der vierten Dimension. Ja. Das heißt, wenn ihr, also um das korrekt zu sagen, ihr urteilt weiterhin, aber es hat keine Bedeutung über euch. Ihr gebt diesem Urteil keine Energie. Es spielt keine Rolle. Das ist der Unterschied zwischen der dritten und der vierten Dimension. Wenn du dich also für spirituell hältst, kann es sein, dass du spirituell in der dritten Dimension verhaftet bist,
weil du noch in dem Energiefeld von Beurteilung bist. Du betrachtest die Welt hauptsächlich aus dem Verstand heraus. In der vierten Dimension betrachtest du die Welt hauptsächlich aus dem Herzen heraus und aus der fünften Dimension aus deinem wahren Selbst. Und das ist eine sehr unterschiedliche Energiefrequenz. Und da die Energiefrequenz von Corona sehr gering ist, werdet ihr in der fünften Dimension nicht ansteckbar sein für Corona. Aber ob ihr in welcher Dimension ihr mit eurem Organismus gemeinsam gerade schwingt, das weiß nur jede Person selbst. Und an dieser kleinen Unterteilung könnt ihr das unterscheiden lernen. Weil die dritte Dimension ist sehr angstbehaftet. Und deshalb ist Angst auch das, was Corona so ansteckbar macht. Je mehr Angst ihr habt, umso mehr seid ihr empfänglich für die Ansteckung. Der Virus hat ein leichtes Spiel mit Menschen, die Angst haben. Und da spielt es keine Rolle, ob ihr Angst vor dem Virus habt oder Angst vor der Impfung. Es ist die Frequenz der Angst, die euch empfänglich macht. Wenn ihr in der vierten Dimension seid, seid ihr herzverbunden. Das heißt, eure Angst ist nicht mehr von Bedeutung. In der dritten Dimension seid ihr vollkommen auf Überleben und Angstinstinkte ausgerichtet. Deshalb glaubt ihr euren Verstand. Er hilft euch und er irritiert euch zutiefst, weil er unentwegt Sorgen und Probleme sieht. Er will euch warnen. Sogenannte Normalos in der Gesellschaft. Möglicherweise ist das eine sinnvolle Haltung. Ja, die haben da gar keine Angst, weil sie sich schon so lange freuen. Auf die Frage, ob eines von den momentan vorrätigen Impfstoffen eins gibt, was besonders gut ist, möchten wir nicht antworten. Weil die Grundannahme oder das Grundbedürfnis geht darum, dass ihr selbst herausfindet, wie ihr in Kontakt kommt mit eurer inneren Weisheit und des Vertrauens. Dieses Medikament, was sich wahrscheinlich im Laufe des nächsten Jahres anbieten wird, ist kein genetisch veränderter Impfstoff. Es ist ein Medikament, was eine vollkommen andere Herangehensweise hat. Dieses Medikament ist kein Medikament gegen ein Virus, sondern für euer Immunsystem. Es ist ein vollkommen anderes Herangehen. Es gibt auch jetzt schon viele Möglichkeiten, die ihr praktizieren könnt, um euer Immunsystem zu unterstützen. Und wir bitten euch, dass ihr euch ein wenig um diesen Aspekt kümmert. Aber es ist bereits gerade jetzt etwas in Arbeit, was hauptsächlich auf der energetischen Ebene hergestellt wir sein wird und was euch helfen wird, dass ihr euch wie in einer Art Erinnerung befindet. Dieses Medikament wird in der Lage sein, dieses, wir nennen mal einmal das etwas, dieses Pflaster von euren Genen zu lösen, dass eure Gene wirklich wieder frei sind und in der Lage sind, Selbstheilung wirklich tiefgreifend zu vollziehen. Das Erwachen der Gene ist sowieso ein Thema für die nächsten Jahre. Ihr werdet die Gene anders verstehen lernen und neue Erkenntnisse werden dazukommen, denn wie ihr wisst, sind Gene auch lernfähig. Also ein Teil eurer Gene sind im Tiefschlaf. Ihr werdet Mittel und Möglichkeiten finden und die sind sehr unterschiedlich und vielfältig, wie ihr diesen Tiefschlaf sozusagen wieder weckt. Und wir bitten euch, dass ihr mehr euch um das Thema Wasser kümmert, von der Quelle bis ins Meer, weil das, um was es geht, hat sehr viel mit dem Wasser zu tun. Denn die Heilung vollzieht sich hauptsächlich über die Ebene von Blut und Lymphe, also eurer wässrigen Flüssigkeit in eurem Körper. Und ihr könnt über die Beobachtung von Wasser sehr viel darüber lernen, wie Wasser sich reinigt und regeneriert
und wie es, obwohl es sehr belastet oder verschmutzt war, sich selbst ausdrücklich, sich selbst einen noch vollkommen reinigen kann, ohne chemische Hilfen und ohne Manipulation. Und es ist an der Zeit, dass auch die Wissenschaft, und sie ist, es gibt einige Menschen, die gerade sehr in diesem Bereich arbeiten, dass diese Art der Wissenschaft auch mehr Beachtung findet. Aber dazu braucht es noch eine weitere Energieanhöhung, damit das, was schon in der Entstehung ist, auch wirklich einen breiten Anklang finden kann in der Gesellschaft. Dieses, dass ihr selbst herausbekommt, wie ihr mit euch selbst, mit eurem tiefsten Selbst in Verbindung seid, dass ihr mit euch im Einverständnis die Dinge tun oder handeln könnt, ist die vornehmlichste Aufgabe im Moment. Und um nichts anderes geht es bei dieser Krise. Ihr seid in eine Krise gefallen, dass ihr gemerkt habt, dass ihr die Erde nicht untertan machen könnt. Ihr könnt mit der Erde leben, ihr könnt aus der Erde herausleben, denn ihr seid Erde. Betrachtet euch selbst als den kostbarsten Planeten, den ihr bewohnt, und behandelt diesen Planeten so, wie er es angemessen verdient hat. Ihr werdet darüber auch die Erde, auf der ihr lebt, mit anderen Augen betrachten, oder ihr macht es umgekehrt, wenn euch bewusst wird, dass diese Schönheit dieser ganzen Erde ein Spiegel in eurem Körper hat, werdet ihr selbst euch möglicherweise mehr annehmen. Dies ist jetzt keine Moralpredigt, um euch zu sagen, dass ihr nicht gut zu euch seid. Ihr konntet nichts dafür. Dieser Aspekt eures Selbstes, die sich selbst nicht annehmen kann. Das war der Aspekt, den ihr verloren habt und den ihr jetzt wiederfindet. Das heißt, die Fähigkeit, euch selbst zu lieben und anzunehmen, ist sozusagen aus eurem Programm verschwunden, und ihr seid jetzt herausgefordert, genau an dieser Stelle ein bisschen Heilung hineinfließen zu lassen und euch darin zu üben, euch wirklich anzunehmen. Anzunehmen auch damit, dass ihr euch vielleicht, obwohl ihr dagegen seid, euch für eine Impfung entscheidet. Das ist auch einverstanden sein. Annehmen, dass ihr, obwohl ihr dafür seid, euch nicht impfen lasst, weil ihr fühlt, dass es gerade nicht der richtige Zeitpunkt ist. Annehmen, dass ihr wirklich aus diesen Schwächen heraus genauso geachtet und geliebt seid wie aus euren Stärken heraus. Wenn wir sagen, dass ihr mit euch selbst in Frieden und Einklang sein und leben dürft, dann bedeutet es auch, dass ihr mit euren Ängsten mehr in Frieden kommen dürft und nicht länger glaubt, dass die Rettung von außen kommt. Die Rettung für eure Ängste kommt immer von innen. Und leider ist das die Schattenseite dieses Zeitgeistes, der gerade ist, dass viele Menschen auf sehr schmerzliche Art und Weise feststellen, dass die Angst sich nicht bewältigen lässt, indem man sie kompensiert und von außen etwas manipuliert. Angst und Vertrauen sind die wichtigsten Themen, und es geht nicht darum, ob ihr Impfungen vertraut, sondern ob ihr euch selbst vertraut. Dann danken wir bis hierher.